Willkommen zum Scopus E-Tutorial mit dem Thema Ausweiten von Suchergebnissen. Hier wollen wir Ihnen anhand des Beispiels Smart Cancer Nanomedicine ab 2019 zeigen, wie Treffermengen geschickt vergrößert werden können. Geben Sie Ihre Suchelemente ein und rufen Sie die Ergebnismenge mit Search auf. Aktuell erhalten wir 9 Treffer und möchten weitere Einträge finden, die zu diesen im inhaltlichen Bezug stehen. Entscheiden Sie zunächst, ob alle oder nur einzelne Publikationen als Ausgangsbasis für die Erweiterung genutzt werden sollen und markieren Sie Ihre Auswahl. Es gibt unterschiedliche Ansätze, um die Suchmenge entsprechend auszuweiten. Um die Publikationen zu finden, die über Zitierung auf die Ausgangsartikel Bezug nehmen, klicken Sie auf View Cited By. So erhält man zeitlich neuere Dokumente, die inhaltlich für das Forschungsthema relevant sein könnten. Eine andere Möglichkeit, die Suche auszuweiten, ist es, die Publikationen zu betrachten, die in Ihren relevanten Dokumenten als Referenzen angezeigt werden. Hierzu gehen Sie mit dem Backpfeil zurück zu den neuen Ausgangstreffern und klicken über die 3 Punkte auf View References. Die Ergebnismenge der Referenzen ist konstant und muss zeitlich älter sein als die Ausgangsdokumente. Dabei werden auch Beiträge aufgelistet, die lediglich in den Referenzlisten aufgeführt, nicht aber in der Datenbank Scopus originär verzeichnet sind. Diese werden als Secondary Documents bezeichnet. Der dritte Weg zum Ausweiten von Suchergebnissen funktioniert über die gemeinsamen Referenzen. Nutzen Sie hierfür Ihre ursprüngliche Treffermenge und wählen Sie Related Documents. Zu beachten ist hierbei, dass diese Funktion sich jeweils nur auf ein Ausgangsdokument bezieht. Sie erhalten im mittleren Bereich die vollständige Auflistung der Publikationen mit den gemeinsamen Referenzen. Als Pendant ist das Aufrufen verwandter Dokumente über Autoren und Keywords möglich. Falls die Referenzen, die Autoren oder die Keywords des Ausgangsartikels nochmal dargestellt werden sollen, können diese über Select References bzw. über Show Authors gefolgt von Select Authors aufgerufen werden. Das gleiche gilt für die Keywords. Eventuell könnten auch Patente für Ihre Forschungsarbeit relevant sein. Hier bietet Scopus neben dem Reiter Secondary Documents die zugehörigen Patente. Im Gegensatz zu den Verarbeitungsmöglichkeiten der Dokumentenliste lassen sich die Ergebnisse der Patentsuche nur durch wenige Facetten und Sortierfunktionen modifizieren. Über die Verlinkung des Titels gelangen Sie zu einer externen Datenbank der jeweiligen Patentstelle. Falls Sie Fragen haben oder etwas unklar ist, können Sie sich auch gerne an unseren Service im Bereich wissenschaftliches Publizieren wenden. Schreiben Sie eine E-Mail an bibliometrie@ub.rwth-aachen.de.